Hallo, ich darf euch zu einem neuen Video willkommen heißen. Dieses Mal soll es um die sogenannte Bundeslade gehen. Die Bundeslade, das ist die Truhe, in der laut Bibel Moses die 10 Gebote transportiert hat, beziehungsweise die Truhe, in der die 10 Gebote aufbewahrt worden sein sollen. Die Bundeslade galt bei dem Auszug der Israeliten aus Ägypten und bei der anschließenden Wüstenwanderung als direktes Zeichen der Gegenwart von Gott unter den Menschen. Der Auszug aus Ägypten wird auch als Exodus bezeichnet. Dieser fand statt, um der Grausamkeit und der Sklaverei der Pharaonen zu entkommen. Weiterhin gibt die Bibel darüber Auskunft, dass die Bundeslade auf Anweisung Gottes selbst gebaut worden sein soll. In Mose 2, Kapitel 25 heißt es hierzu: Mache eine Lade aus Akazienholz, 3,5 Ellen soll die Länge sein, 1,5 Ellen die Breite und 1,5 Ellen die Höhe. Du sollst sie mit Gold überziehen, inwendig und auswendig, und mache einen goldenen Kranz oben umher. Und gieße 4 goldene Ringe und mache sie an ihre 4 Ecken. Also, dass 2 Ringe seien auf einer Seite und 2 auf der anderen Seite. Und mache eine Stange von Akazienholz und überziehe diese mit Gold und stecke diese in die Ringe an der Ladenseite, dass man sie damit trage. Sie soll in den Ringen bleiben und nicht herausgetan werden, und sollst in die Lade Zeugnis legen, dass ich dir geben werde. In modernen Maßen umgerechnet könnte die Größe in etwa sein 1,30, 80 an 80 cm, also Länge, Höhe und Breite. Auf dem abnehmbaren Deckel sollen 2 Cherubim gesessen haben. Ein Cherub ist ein übernatürliches Wesen, die als Begleiter oder Diener Gottes in Erscheinung treten. Ihnen werden verschiedene Erscheinungsformen nachgesagt. Im Alten Testament wurden diese noch nicht der Hierarchie der Engel zugeordnet, dies passierte später. Bei solch mächtigen Wesen kann man wohl davon ausgehen, dass diese in der Lage sind, ihre Form und das Erscheinungsbild zu ändern bzw. anzupassen. Also würde man heutzutage wohl eher von Engeln eines sehr hohen Ranges sprechen. Solch mächtige Wesen tauchen in den verschiedensten Religionen seit Anbeginn der Zeit auf. Um nur die Dschinn zum Beispiel zu nennen, die zum Beispiel im islamischen Glauben auftauchen. Die Engel auf der Lade hatten zum Schutz, so wird sich berichtet, ihre Flügel ausgestreckt. Zwischen den Flügeln soll das Antlitz des Allmächtigen höchst selbst zu sehen gewesen sein, beziehungsweise über die Lade sollte man mit diesem direkt in Kontakt treten können. Nur den Würdigsten und den Hohepriestern war es erlaubt, die Lade zu berühren. Falls ein Frevler es wagen sollte, dies zu tun, wurde er damit bestraft, sofort aus dem Leben zu scheiden. Aus Überlieferung der Tora geht hervor, dass die Lade von König David nach einer langen Reise nach Jerusalem gelangt sein soll. Hier soll sie dann im Allerheiligsten des Haupttempels aufbewahrt worden sein. Den Hohepriestern war es dann erlaubt, das Allerheiligste des Tempels einmal im Jahr zu betreten, um dort den Namen Gottes auszusprechen, und am Versöhnungstag um Sühne für die Sünden des israelischen Volkes zu beten. Circa 1050 vor Christus kommt dann erneut Bewegung in die Geschichte, als die Lade bei der Schlacht von Apek den Philistern in die Hände gefallen sein soll. Die Philister bewohnten im 12. Jahrhundert die Küste des historischen Palästinas. Das Beutegut, also die Bundeslade, wurde dann von den Philistern in ihren Haupttempel nach Aschdod gebracht. Ihr Haupttempel war ihrem Gott Dagon gewidmet. Die Freude der Philister währte nicht lange, denn es häuften sich unerklärlich Krankheiten und Unfälle, sodass man sich entschloss, die Lade auf einen unbemannten Karren zu laden, vor den 2 Rinder gespannt waren, und so gelangte die Lade letzten Endes wieder nach Israel zurück. Und schon wieder war es soweit, Jerusalem wurde erneut erobert, diesmal am 16. März 597 vor Christus von dem Sumererkönig Nebukadnezar. Wie es sich bei einer richtigen Eroberung gehört, ließ es sich auch Nebukadnezar nicht nehmen, ordentlich zu brandschatzen. Dabei plünderte er natürlich auch den Tempel,
Von nun an gilt die Lade als verschollen. Andere Quellen sprechen davon, dass der Prophet Jeremia die Truhe in einer Höhle am Fuße des Berges Nebo vergraben haben soll, bevor die Plünderung passierte. Bis heute gibt es immer wieder Berichte darüber, dass die echte Bundeslade gefunden worden sein soll. Bis jetzt konnte keiner dieser Berichte verifiziert werden. Die Anhänger der äthiopisch-orthodoxen Kirche zum Beispiel geben an, dass sie den Ort der Lade kennen würden. In der äthiopischen Legende Kebra Negast, das heißt so viel wie Ruhm der Könige, wird davon berichtet, dass der Sohn von König Salomon, Menelik, der Erste, die Lade nach Äthiopien gebracht haben soll. Hierzu gibt es allerdings keine historischen Belege. Demnach soll sich die Bundeslade seit dieser Zeit in der Kapelle neben der Hauptkirche Santa Maria von Zion befinden. Nun, so viel erstmal zu den zusammengefassten Fakten, die über die Bundeslade bekannt sind. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Ganzen? Also ich persönlich denke mal schon, dass natürlich, wenn es die 10 Gebote gegeben hat, die auch standesgemäß transportiert werden mussten, die Tatsache, dass die Lade bis heute gesucht wird, beziehungsweise es auch immer wieder Meldungen gibt, dass man sie gefunden hätte, zeigt ja auch, dass das Interesse an diesem Objekt ungebrochen ist. Vielleicht liegt das ja auch an den magischen Fähigkeiten, die der Lade zugeschrieben werden. Wie gesagt, man kann damit angeblich mit Gott telefonieren, in Anführungszeichen, und sie soll auch eine Kraft gegen das Böse haben. Falls euch das Video gefallen hat oder auch nicht, lasst es mich wissen, auf welchem Wege auch immer. Bis zum nächsten Mal.